Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Grim Fandango Remastered. Ja, im letzten Part, das ist so lange her, dass ich keine Ahnung mehr habe, was wir im letzten Part gemacht haben. Ich glaube, das Schiff haben wir geholt. Ich bin quasi mit nach Shades und mit dem guten Glottis geflüchtet. Und jetzt müssen wir das Schiff noch irgendwie zum Laufen bringen. Und ich weiß wie. Ich hoffe mal zumindest. Macht er da? Ah, okay. Okay, Leute, ich habe so lange nicht mehr gespielt, ne? Oh ja, damit wird's garantiert gehen. Läuft wie geschmiert. Volle Kraft voraus. Was? Du willst mit mir zurück und versuchen, deinen alten Job wiederzubekommen? Nein, ich werde dich und die anderen hier bis zum Ziel eurer Reise begleiten. Aber wenn du mich nicht mehr brauchst, um deinen Job zurückzubekommen, warum hast du mich dann die ganze Zeit gesucht? Matche, ich musste dich einfach finden. Ich dir einen Job, Manny. Und du verdirbst natürlich sofort alles. Wie du dir sicher bereits denken kannst, wird sich das negativ auf deine Personalakte auswirken. Wait, what? Ich bin Dr. Domino, ist genau der Typ, der... Ja, wenn du deine Sense holst, dann hol ich meine Sense auch, Alter. Sensenkampf. Junge! Oh, das sieht aber gar nicht gut aus. Hör mal, Dom, ich werde nicht für dich arbeiten. Oh, mach dir darüber keine Sorgen. Du bist gefeuert. Betrachte dies einfach als Abfindung. Scheiße. Was ist das eigentlich für ein fucking Auge? Ich fass es nicht, Calavera! Weil du gegen mich keine Chance hast, vergreifst du dich an meinem Haustier? Wieso bist du nicht wie ich, Manny? Ich habe versucht, es dir beizubringen, aber du wolltest ja nicht hören. Hättest du nur die richtige Einstellung gehabt, dann hätte einiges aus dir werden können. Und da wurden seine Knochen zertrümmert, Alter. Und damit kommen wir ins vierte Jahr, Leute. Und das ist auch das letzte Jahr. Das heißt, so lange wird das Spiel nicht mehr gehen. Wo zur Hölle sind wir? Sind wir am Nordpol? Am Südpol? Name? Huxi Pelligiano, Sir. Wartesaal Nummer 2. Nächster. Glottis! Glottis! Ist das bien? Glottis, ja, drei, Alter. Wo hast du denn jetzt schon wieder gesteckt? Wo zur Hölle sind wir? Und warum sehen wir jetzt aus wie ein Russe? Das ist jetzt nicht aber ich meine so russische Mütze, oder? Sieht das nur so aus. Hallo! Bruno Martinez? Du bist der Kerl, der mich eingepackt hat. Ach, das ist der von ganz am Anfang. Ich hätte seine Zeitung geben können. 4 Jahre. Und das Einzige, was ich zum Lesen hatte, war dieser verdammte Becher.
Was tust du hier? Und wenn du sowieso in diese Richtung wolltest, warum hast du mich da nicht mitgenommen? Ah, pfui! Ich verschwinde von hier. Diese Welt ist was für Idioten. Okay. Ich verschwinde Manny! Von hier. Was ist denn? Steig hoch und sieh selbst! Hey! Wo sind denn alle hin? Wartesaal 2. Und wie lange werden sie warten müssen? Bis sie Tickets haben. Keiner von ihnen hat sein Ticket für die Nummer 9 dabei, obwohl ihnen eines zugeteilt wurde. Auf den Verkauf von Doppel-N-Tickets stehen hohe Strafen. Sie haben ihre Karten nicht verkauft. Sie wurden ihnen gestohlen. Von wem? Hector Lemont hat sie geklaut, um sie an reiche Leute zu verkaufen. Sind es die dort? Dann wollen wir sehen, welcher Weg ihnen vorbestimmt ist. Zur Hölle. Okay. Kann ich den Becher eigentlich einpacken? Dankeschön. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ein Umstellen der Weiche nicht in meiner Macht steht. Lieber ich nicht umstellen, ich will hier wieder runter. Kürzlich besuchte mich ein Vogel mit einem menschlichen Kopf. Kennst du einen solchen Vogel, Manuel Calavera? Nein, woher wissen Sie meinen... Er kannte dich und für dich hinterließ er diese Nachricht. Ich weiß, was du vorhast. Ich beobachte dich. Warte auf mich. Ich komme, um dich persönlich zu ersprießen. Mit freundlichen Grüßen, dein Hector Lemont. Ah, geil. Ich hole. Klingt doch gut. Okay. Hör, das ist ja unser Kumpel. Ja, moin. Hey. Wie hast du dich befreit? Ich war schon immer frei, Schiffsjunge. Niemand hat mir ein Ticket gegeben, also kannst mir auch niemand wegnehmen. Und warum läufst du hier immer im Kreis? Ich versuche, meinen Kreislauf wieder in Schuss zu bringen. Nach all den Jahren, die ich im Kreis gelaufen bin, versuche ich, mein Leben wieder in geordnete Bahnen zu bringen, bevor ich in die nächste Welt übergehe. So, das sollte jetzt reichen. Leb wohl, Chipito. Gute Reise, Captain. Und danke, dass du mir damals wieder auf den rechten Weg geholfen hast. Kein Problem, Alter. Mein kleines Licht so schön. Sie sollen's alle sehen. Mein kleines Licht so schön. Sie sollen's alle sehen. Mein kleines Licht so schön. Sie sollen's alle sehen. Sehen, sehen, sehen. Auch könnt ihr's nicht verstehen. Ich bin einfach viel zu brutal. Ich könnte es tun. Ich könnte jetzt ohne weiteres aus dieser Welt verschwinden. Aber es geht nicht. Ich kann nicht. Ich habe versprochen, diese Leute zu retten. Ich kann nicht einfach ohne sie gehen. Okay, Hauptsache ich kriege gerade Trophäen en masse, Alter. Finde ich eigentlich ziemlich geil. Ich weiß aber nicht, wo ich hin muss. Wo ist denn hier Wartesaal 2? Muss ich wieder nach unten? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss nicht nach unten. Auf der Straße sind wir hergekommen. Da gibt es nichts außer Schnee und einer ziemlich coolen Sonnenbrille. Nee, ich kann auch nicht vorbei oder sowas. Puh, Sie sind... Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich weiß, mit wem ich reden muss, aber ich weiß nicht, wo er ist. Wartesaal 2, hat er doch gesagt. Sind alle hin. Wo ist denn Wartesaal 2? Ich könnte darin wieder... Aber ich denke, mein Leben ließe sich leichter wieder in geordnete Bahnen bringen, wenn ich die Tickets hole.
Ich habe versprochen, diese Leute zu retten. Ich kann nicht einfach ohne sie. Ich weiß, dass du versprochen hast, den Leuten zu helfen, aber wo sind denn die Leute? Mann! Bin ich blind? Irgendetwas hindert mich daran, hineinzugehen. Das bin ich, der Hüter dieses Tores. Ich muss meine Freunde holen. Holen musst du deinen Freunden ihre Tickets. Hier steht, gehen Sie die Hälfte der Treppen hoch. Wo ist denn hier eine Treppe, die nach oben geht? Da ist er ja, der Dicke. Höret den Namen des Großen, Glottis. Was ist los? Seit wie vielen Tagen ist dieser gar prächtige Dämon nicht mehr gefahren? Na ja, wir gehen jetzt schon seit einigen Monaten zu Fuß. Monate? Oh, dann wird der Großartige gewiss sterben. Aber... Der arme Glottis. Hoch. Wollte eigentlich die Treppe runter. Wie unheimlich. Sie schließen ihre Werkzeuge ein. Genau wie... Was macht der da? Ich bin nicht eure Mutti. Ich bin nicht eure Mutti. Da niemand meine letzte Warnung bezüglich der Reinhaltung des Kühlschrankes beachtet hat, sehe ich mich leider gezwungen, ihn abzuschließen, bis ihr erwachsen seid. Gezeichnet ihr... Ich hasse es, wenn Leute ihre schmutzigen Becher einfach rumstehen lassen. Du sollst die Schubladen öffnen. Ich bin nicht Dani, sehe ich mich gezeigt. Ich bin Dani, sehe ich gezeichnet, ihr freundliches Wartungsteam. Bin ich komplett verwirrt? Wie unheimlich. Sie schließen ihre Werkzeuge ein, genau wie Glottis. Ja. Leider habe ich keine... Gut. Ich bin ja, da, du sollst das öffnen. Ich bin nicht eure Mutti. Da niemand meine letzte... Sehe ich mich leider... Ich bin nicht eure Mutti. Da niemand Och. Meine letzte... Sehe ich gezeigt... Mensch, Junge. Hier ist ein Zettel am Toaster. Um weit verschlossen. Hey, mein Becher ist auch da. Hey, mein Becher ist auch da. Bin ich komplett dumm? Glottis, es tut mir leid. Bitte stirb nicht, Glottis. Bitte stirb nicht, Glottis. Das Land ruft seine Kinder zurück, Manny. Wer bin ich schon? Dass ich Nein sagen könnte. Kann ich dir etwas bringen? Wie kann ich dir helfen? Kann ich dir etwas bringen? Wie kann ich dir bloß helfen? Ich muss heizen. Düsen wie in den guten alten Zeiten, Manny. In der Knochenschleuder. Aber die Knochenschleuder ist nicht hier, Kanal. Vielleicht sehe ich sie. Auf der anderen Seite. Können wir nicht einen neuen Wagen Können bauen? Können wir nicht einen neuen Wagen bauen? Diese Zeiten sind vorbei, Ben. Nie wieder Heiz. Hey, was ist denn das für ein rotes Ding da? Die Gondel? Ah, schicke Lackierung. Hör zu, Kumpels. Bringt mir einen Stift. Das ist es. Mein letztes Werk. Es könnte mich retten. Wenn ihr den richtigen Treibstoff... Was denn für Treibstoff, Glottis? Glottis! Verdammt Scheiße, Glottis. Oh. Ich will immer die Treppe nach unten gehen, aber irgendwie geht er immer raus. Kann ich jetzt die Tür öffnen?
Ja. Es ist voller Lappen. Dankeschön. Es kann nie schaden, einen Lappen. Sauberen Lappen dabei. Sag Hallo, Mr. Lappen. Hallo, Mr. Lappen. Hoffentlich mache ich mir keine Flecken in meinen Anzug. Okay, ich muss das Tuch jetzt toasten. Zur Hölle? Was war in dem Becher? Mit etwas so Starkem könnte man sogar eine Rakete antreiben. Wenn wir nur mehr davon hätten. Also, ich könnte ein paar LKW-Ladungen davon auftreiben, wenn ihr wollt. Wir schießen dich nun wie ein Pfeil in den Wind. Mögest du das Herz des Windes durchbohren und das Blut des Himmels trinken. Geschwindigkeit ist die Nahrung des großen Gottes. Geschwindigkeit ist Leben. Kehre eines Tages zu uns zurück. Jo! Alles klar. Sicher, dass dieses Ding auch wirklich hält? Oh, zumindest den größten Teil der Strecke. Hey, wir sind schon in Rubalcaba. Oh, Manny. Manny. Manny, wo bist du? Manny, ich hab Angst. Oh Mann, Glottis, Alter. Und damit willkommen zurück in Rubalcaba. Mensch. Ah, Rubalcaba. Was für eine Stadt. Das gute alte Casino. Erinnerst du dich noch, Manny? Das ist lang her, mein Freund. Hier hält uns nichts mehr. Außer unserem Auto vielleicht. Aber stimmt, unser Auto müsste noch hier Dios sein. Dios mio. Sie ist... verdrahtet. Von wem? Wem? Okay, ich kann mich bewegen. Gut, Leute, dann würde ich aber jetzt sagen, das war's für diesen Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, schaltet demnächst wieder ein. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich sage bis dahin, tschüss.